Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Die letzte Folge, ich reagiere auf eure Gameplays, ist ja schon ein bisschen her und ich habe mir gedacht, jetzt in Black Ops 4, wo wir so zum Ende von dem Lebenszyklus von Black Ops 4 gehen, könnte man ja theoretisch mal wieder damit beginnen. Machen wir noch ein paar Folgen, das heißt, ich reagiere auf Gameplays von irgendwelchen Leuten. Ihr könnt mir eure Gameplays einschicken. Ich werde mir auch Gameplays von Leuten nehmen, die zum Beispiel mit mir in einer Lobby waren. Das hat in Black Ops 3 wirklich sehr, sehr vielen Leuten gefallen. Das hat auch, glaube ich, einigen geholfen. Und ich dachte mir einfach, ich fange heute mal mit mir an. Und leider gibt es ja keine Vitrine, so wie in Black Ops 3. Das heißt, ich muss dann eure Gameplays, wenn ihr mir keine zuschickt, die passen, auf jeden Fall irgendwie über den Kinomodus runterziehen. Das geht ja aber trotzdem. Solange ich in der Lobby bin, kann ich mir angucken, wie der Rest spielt. Und ich dachte mir, wir fangen heute mit mir einfach mal an. Es gibt aktuell nicht so viele Neuigkeiten zum neuen MW-Trailer oder MW4. Ich bin mir leider gar nicht sicher, wie ich das Ganze nennen soll. Er wird auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage kommen. Helpig hat gestern gesagt, in 4 Tagen. Also wenn ihr das Video seht, in 3 Tagen. Ich will da jetzt nicht spekulieren, deswegen warten wir da einfach ab und gucken, was das Ergebnis von dem Ganzen ist. Deswegen fangen wir einfach an. Wir spielen hier, ihr seht es, auf Jungle. Wir haben die KN dabei mit der wunderschönen Afterlife-Tarnung. Das ist eigentlich die schönste Tarnung im ganzen Game. Wir haben Crash dabei und ich habe mir jetzt extra ein Gameplay genommen, wo es keine Nuke wird, auch wenn es relativ knapp ist am Ende. Aus dem einfachen Grund, dass ich ja auch Fehler von mir selber irgendwie einmal sehen möchte. Wie spiele ich, so dass vielleicht einige von euch da ein bisschen sich wiedererkennen oder dass ich vielleicht einigen Leuten helfen kann. Für die absoluten Pros ist das Video jetzt höchstwahrscheinlich eher nix. Das heißt, ihr könnt direkt abschalten, was anderes machen. Für die, die vielleicht noch immer ein bisschen besser werden wollen, ist das hier eine ganz gute Idee. Ihr seht auf dem Radar, wir haben hier 2 campende Leute. Das ist natürlich absolut anstrengend. Und die campen auch noch zusammen. Das heißt, sie stehen da oben mit Talk und Nomad. Sowas habt ihr leider immer wieder. Und das war schon einer der ersten großen Fehler von mir. Ich habe viel zu viel Zeit damit verschwendet, zu gucken, ob ich den da irgendwie hinter dem Stacheldraht wegholen kann. Verzichtet darauf, irgendwelche Leute, die sich perfekt eingecampt haben, irgendwie zu holen. Es lohnt sich einfach nicht für euch. Viel sinnvoller ist es, wenn ihr euch zurückzieht und die Kills woanders holt und eure Streaks im Prinzip die Arbeit machen lasst. Ihr seht, ich spiele Crash mit der KN. Ich habe 4 Aufsätze da drauf. Griff, schnelles Magazin, Schaft und Hybridmagazin. Ich habe mal probiert sozusagen ohne... Nee, tatsächlich habe ich hier Griff, schnell ziehen, Schafft und Schnellfeuer drauf. Ich habe mal versucht, das Ganze ohne Hybridmagazin zu spielen und war kein Fan davon, um ehrlich zu sein. Und ihr seht, im Prinzip jedes Gameplay von mir mittlerweile spiele ich eigentlich nur noch mit Comsec-Gerät, weil ich den Sinn von Simshot nicht mehr so wirklich sehe. Das hat einen relativ einfachen Grund. Hier werde ich natürlich wieder von dem Typen weggeholt, der da oben drin hängt. Das ist also wirklich, sowas ist natürlich anstrengend, aber ihr müsst das bedenken. In diesem Spiel ist es so, die Leute können so spielen aufgrund der Spezialisten. Man muss sein Gameplay da so ein bisschen dran anpassen. Und ich spiele im Prinzip nur noch Comsec-Gerät, weil ich ganz ehrlich bin, Stimshot lohnt sich nicht so sehr, dass man darauf verzichtet, seine Streaks sehr, sehr schnell zu bekommen. Und ich bin der Auffassung, dass man die Streaks, wenn man sie hat, viel einfacher nutzen kann, um auf eine Nuke nachher zu gehen, als wenn ihr nur mit Stimshot spielt und sehr, sehr lange dafür braucht, die Streaks zu haben. Vor allem mit Comsec-Gerät und Crash zirkelt ihr das Ganze aneinander ran. Ihr seht, das gesamte Team von mir ist jetzt links von mir, einer ist rechts von mir, guckt hinter mich. Das heißt, ich weiß, hinter mir kann keiner kommen. Die Hailstorm, da habe ich mich jetzt erstmal in Deckung begeben, hat natürlich das gesamte Team von mir gekillt. Die Hailstorm kam von dem Typen, der da oben drin hängt. Jetzt habe ich schon mal wieder die Drohne. Ich bin nur noch 5 Kills weg von meinen Streaks und werde wieder von hinten geholt. Das heißt, ihr seht auch hier, ich hatte eigentlich die richtige Position, musste trotzdem gucken, was ich mache, weil die Hailstorm da rausgekommen ist. An den Typ da oben kommt man so einfach nicht ran. Man kann auch sehen, da steht die nächste Barrikade wieder. Das heißt, wir versuchen unten lang zu gehen. Unten können wir von oben nicht gesehen werden und wir können die Möglichkeit haben, dass wir links, ihr seht auf dem Radar die ganzen roten Punkte, die können wir uns theoretisch holen. Hier pieke ich kurz. Hier habe ich auch endlich die Chance, den zu töten. Das ist natürlich sehr hilfreich für mich. Jetzt sehe ich auf der Karte, hinter mir sniped einer. Den will ich haben. Und wenn ich auf die Karte gucke, sind hinter mir alle Teammates. Das heißt, die Gegner müssen von vorne im Prinzip kommen. Es gibt ja keine andere Option. Und ich denke, wir werden auch gleich relativ schnell sehen.
Der erste kommt auch gleich aus der Richtung. Der hier versucht noch, so ein Teammate von uns in den Stacheldraht zu rennen. Das klappt natürlich nicht. Und jetzt seht ihr, der Spawn dreht sich. Die Teammates sind ganz rechts gewesen, haben sich jetzt weiter nach links bewegt. Hier habe ich es dann aufgegeben, hinzukommen, weil da einfach zu viel steht, was mich stören könnte. Also von Nomad steht da was, da steht eine Barrikade, der Stacheldraht ist irgendwie noch da. Aber jetzt gucken wir auf die Karte und sterben natürlich wieder, weil wir wieder von vier Seiten angegriffen werden. Und auch mein Fehler, ganz klar, ich habe mich einfach falsch positioniert. Das hätte ich deutlich besser machen können. Das heißt, jetzt sehen wir hier, da ist wahrscheinlich schon wieder einer, auf die verzichten wir. Wir gucken kurz aufs Radar, holen uns den Kill und werden jetzt einfach aus den Fehlern, die wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, lernen. Erstmal ein Tech Boost für alle, so dass jeder wieder ein bisschen mehr Leben hat. Das hier ist der Kinomodus, heißt eine Stolpermine vom Gegner. Da ist schon wieder ein Sniper, der legt sich da einfach hin. Wir müssen uns die Kills einfach so holen, wie wir können. Da ist eine Battery, die hören wir auch. Das heißt, wir wollen weg von ihr. Wir haben Kugelweste dabei, das saved uns natürlich aber nicht dauerhaft. Und jetzt sind wir in der schlechten Position. Er weiß, dass er uns getroffen hat. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder hoffen, dass er es nicht realisiert, aber ein normaler Spieler sieht, dass er einen Hitmarker bekommen hat. Also gehen wir auf die Nähe. Wenn jemand eine Battery hat, wollt ihr immer sehr nah an ihn rangehen, weil er sich entweder selbst in die Luft jagt oder weil er den Hit überlebt, weil er an uns vorbeischießt. Und so einfach mit den zwei Kills und zwei Marken haben wir auch schon den Kampfhubschrauber. Jetzt gucken wir kurz aufs Radar. Den holen wir uns. Das haben wir auch noch überlebt. Das Einsatzteam haben wir auch noch. Da oben hängt er immer noch. Das lassen wir jetzt die Streaks einfach regeln. Und schon, ihr seht, das Spiel ist auch relativ knapp. Steht 40 zu 35. Das heißt, entweder machen wir mit den Streaks hier noch Punkte oder wir verlieren die Runde am Ende. Und jetzt seht ihr wieder, hinter uns kann keiner spawnen, weil das Einsatzteam plus zwei Teammates sind. Also holen wir uns hier aus der Richtung den Gegner, der da kam. Jetzt sehen wir hier oben, ist der Typ immer noch am Campen. Das heißt, wir wollen mal gucken, ob wir da helfen können. Jetzt sehen wir aber, von links kommen noch zwei Gegner. Jetzt ist natürlich eine schlechte Position, weil wir wissen, links war eben noch einer. Da können wir die Drohne für nehmen, die hilft uns. Unser Tech 5 Boost haben wir. Wir können unsere Muni wieder aufladen und sind auch nur noch 300 von den nächsten Streaks entfernt. Das heißt, dieses Comsec-Gerät hilft uns ja automatisch, auch wenn wir die Streaks voll erreicht haben, die nächste Streak wiederum schneller zu bekommen. Zwar gibt es für jedes Streak-Kill nur 10 Punkte am Ende, aber diese 10 Punkte machen am Ende einen riesigen Unterschied. Jetzt versuchen wir natürlich irgendwie noch zu regeln, was wir können. Das ist nicht ganz so einfach jedes Mal, aber ihr seht auch hier wieder den nächsten gepickt und wieder Full Streaks. Wir nehmen die Marken einfach noch dazu mit, Abschluss bestätigt, ist ein zielbasierter Modus, das Ziel ist die Marken einzusammeln. Das heißt, wir können das damit verknüpfen und wir kriegen immerhin 100 Punkte dafür und 50 Punkte für den Kill. Und hier sehen wir jetzt wieder zwei Stück drinne. Der eine hat sich das Kampfflugzeug erkämmt, was natürlich extrem ist, wenn man bedenkt, wir stehen 37-7, der Typ steht 19-3, das ist auch leider der Torque, der die ganze Zeit am Campen war. Jetzt könnt ihr natürlich theoretisch hier rauspushen und hoffen, dass euch das Kampfflugzeug nicht trifft. Was aber sinnvoller ist, ihr wollt eure Streak ja am Leben erhalten und ihr habt gesehen, wir sind ja schon bei gnadenlos gewesen. Ihr bleibt einfach, wo ihr seid, wenn ihr einen sicheren Unterschlupf gefunden habt und wartet kurz, bis das Kampfflugzeug weg ist. Ihr seht, das ist alles Zeit, die für uns spielt. Unsere Streaks sind immer noch unterwegs und machen Kills. Was auch hilfreich ist, ein Abschluss bestätigt, wenn eure Streaks Kills machen, lassen die Gegner, die sterben, ja jedes Mal eine Marke liegen. Und diese Marke können eure Teammates ja aufheben und es gibt euch Punkte. Das heißt, ihr bekommt teilweise Punkte, ohne den Gegner zu sehen. Jetzt warten wir noch kurz ab, gehen sicher, dass das Kampfflugzeug weg ist und können wieder rauspushen. Wir sind nicht gestorben, wir haben nicht so viel verloren, wir sind jetzt 19 Punkte vor. Das passt auf jeden Fall, wir laden wieder die Muni aus. Jetzt haben wir natürlich das Problem, rechts von uns ist einer, links von uns ist einer. Rechts von uns kann man hören, genauso wie man den links auf dem Radar sehen kann. Das heißt, jetzt muss die Entscheidung kommen, wen wir uns holen wollen. Und ich habe mich in dem Fall einfach dafür entschieden, hier nach oben zu gehen, weil ich weiß, dass die Leute hier gerade nicht nach hinten gucken werden, weil sie gerade erst beschossen worden sind. Den einen picken wir mit dem Stacheldraht und der andere liegt hier einfach. Der kriegt noch einen kleinen Bodyshoot hinterher für seine wunderbare Spielart. So einfach habt ihr schon wieder das dritte Set an Streaks erreicht, ohne Probleme zu haben. Ihr könnt euch, während ihr Streaks habt, auch entspannt darauf konzentrieren, ordentlich zu spielen, vielleicht noch ein, zwei Kills zu sammeln. Jetzt ist die Drohne wieder dabei. Das heißt, wir kriegen jetzt auch wieder eine Info, wo die Gegner herkommen. Das ist natürlich extrem hilfreich. Wir sind jetzt schon wieder auf skrupellos. Leider fehlt uns nachher die Zeit natürlich für die Nuke. Aber ihr habt gesehen, eine aggressive Spielweise hat hier nicht geholfen. Aus dem einfachen Grund, dass die Leute sich zu wenig bewegt haben in dieser Runde. Deshalb haben wir uns das zu Nutzen gemacht, haben ein bisschen passiver gespielt, die Streaks sozusagen die Arbeit machen lassen.
immer mal wieder ein oder zwei Kills abgesahnt. Ich kann euch nur empfehlen, spielt Kugelweste, verzichtet notfalls auf Plünderer. Crash ist sowieso der beste Spezialist von allen. Battery geht natürlich auch. Und schon habt ihr im Prinzip für euch eine Runde, die nicht so gut begonnen hat, wirklich noch gut beendet. Wir machen am Ende hier ein Abschlussbudget trotzdem irgendwie, ich glaube, 50 oder 60 Kills. Ja, und dann wird man halt wieder von jemandem getötet, der irgendwo in der Ecke sitzt. Das macht aber in dem Fall nichts. Ihr habt die Runde gewonnen, ihr habt viele Punkte gemacht, ihr seid im Schwarzmarkt weitergekommen, weil ihr die Spielzeit noch ein bisschen verlängert habt sozusagen, weil es nicht nach Punkten zu Ende gegangen ist, sondern einfach nach der Zeit. Und ich glaube, man kann am Ende mit dem Ergebnis zufrieden sein. 58-8 war das Ergebnis, deutlich besser als alle anderen Teammates von uns und deutlich besser als alle Gegner. Ich denke, das sollte einigen helfen können, ich hoffe es zumindest. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, schickt mir eure Videos ein. Wenn ihr irgendwie ein Video habt oder eure Gameplays, schickt mir das über Twitter, über Instagram, schickt mir den Link dazu. Bitte keine Hintergrundmusik bei dem Ganzen und schickt mir auch keine 80-0 Gameplays, weil da ist nichts, was ich analysieren kann, was schlecht läuft, sondern schickt mir euer Gameplay, wo ihr sagt, ich habe das und das vielleicht ordentlich gemacht, aber ich brauche trotzdem Hilfe und möchte gerne noch besser werden. Ich bin raus, Leute, haut rein.